Gut, ich hoffe, mich können alle hören und sehen. Technische Schwierigkeiten, komischerweise immer, wenn es um das Thema Corona geht. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie rausgeschmissen werde von YouTube, aber sehr lästig, denn es ist ein wichtiges Thema. Und ich hatte ja vor kurzem schon bei Instagram, ich glaube, es ist anderthalb Wochen her, einen Livestream zu dem Thema. Komischerweise da immer etwas unkomplizierter. Es funktioniert einfach. Bei YouTube immer ein bisschen schwieriger. Und ich habe den YouTube-Menschen versprochen, dass ich auf jeden Fall auch nochmal live gehen möchte zu diesem Thema und hoffe, dass das jetzt hier alles klappt. In der Hinsicht scheint es jetzt zu funktionieren. Ganz kurz, können mich alle hören, sehen, dann kann sie mir losgehen. Sehe und höre, alles steht hier. Das ist schon mal von Vorteil. Gut, dann starten wir durch. Also, ich fange immer ganz gerne mit einem Disclaimer an. Wenn ich ab und zu mal in die Richtung gucke, hier ist mein Monitor und hier sind auch die ganzen Fragen, die dann reinkommen. Das hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun. Ich werde versuchen, mich zu koordinieren. Und der Disclaimer lautet so, dass wir erstmal nett zueinander sind, denn es ist ein Thema, was natürlich Meinungen spaltet, was Unsicherheiten birgt. Deswegen sitze ich ja jetzt hier, um das mal zu beleuchten. Also sowohl positiv als auch negativ, was gibt es für Vor- und vielleicht auch Nachteile, ganz rein evidenzbasiert. Wie ist die Faktenlage jetzt gerade für Schwangere, Stillende und auch für die Damen mit Kinderwunsch? Und ihr dürft mich mit Fragen vollpacken. Ich werde auch versuchen, noch von Instagram ein paar Fragen mit aufzunehmen, werde aber erstmal den Basics so ein bisschen starten. Habe ich bei Instagram auch so gemacht, einfach damit man ungefähr weiß, wie aktuell die Empfehlungslage ist. Es kommt ja täglich was dazu. Vor anderthalb Wochen war ich live. Da haben wir auch über das Thema Booster und Schwangerschaft gesprochen. Da habe ich noch gesagt, ja, medizinisch wahrscheinlich sehr sinnvoll. Wir warten nochmal auf die Empfehlung und schwupp, jetzt ist die Empfehlung da. Also vorn angefangen. Frauen mit Kinderwunsch. Bei denen ist es relativ easy, beziehungsweise jetzt gibt es auch eine kleine Neuigkeit. Frauen mit Kinderwunsch, die jetzt noch nicht schwanger sind, sollten laut Empfehlung zusehen, dass sie eben ihre Impfungen vor der Schwangerschaft bekommen, weil es das einfach einfacher macht. Da werden jetzt viele Schwangere nicken und sagen, jupp, die Entscheidung hätte ich gerne vorher schon getroffen gehabt, um nicht da irgendwie in die Bredouille zu kommen, mit einem dicken Bauch eine Entscheidung treffen zu müssen. Das Thema, ob diese Impfung unfruchtbar macht, ich glaube, ich habe es auch bei Instagram schon gesagt, das können wir jetzt, meine ich, so ein bisschen weglassen, weil es schon jetzt des Öfteren geklärt wurde und wir befinden uns jetzt bald in Jahr 2 der Pandemie und es werden weiterhin Kinder geboren. Also diese These, dass es unfruchtbar macht, ist, glaube ich, vom Tisch. Was nicht vom Tisch ist, wo auch Studien weiterlaufen, ist, dass es den Zyklus durcheinander bringen kann. Das haben wir auch bei anderen Impfungen, aber bei dieser Impfung ganz besonders. Und das muss man auch sagen, die Impfreaktionen, also ich habe es vor kurzem jetzt hinter mir wieder den Booster mir geben lassen und eine Woche vorher gleich die Grippeimpfung. Grippeimpfung habe ich nichts gemerkt, Booster habe ich sehr viel gemerkt. Und das ist von diesem mRNA-Impfstoff bzw. dieser Ummantelung, das sind diese Lipid-Nanopartikel, die quasi diese mRNA stabiler machen wollen, die scheinen heftiger zu reagieren. Also unser Immunsystem reagiert ziemlich heftig drauf. Und das scheint auch der Grund zu sein, warum es bei manchen Zyklen Schwankungen gibt. Es ist momentan so 50-50, also 50% reagieren drauf, haben eine Zyklusschwankung, haben verkürzte Zyklen, längere Zyklen, eine Zwischenblutung, die sie früher nicht hatten. Und bei den anderen 50% tut sich gar nichts. Die gute Nachricht ist, und das zeigen jetzt auch die Beobachtungsstudien, dass diese Veränderungen reversibel sind. Das heißt, nach 3-4 Monaten spätestens ist der Spuk wieder vorbei, man hat wieder den normalen Zyklus. Dass das nicht gerade toll ist für Frauen, die jetzt gerade mitten in der Kinderwunschphase stecken und wirklich gucken, wann habe ich Eisprung und wirklich ihren Zyklus tracken, ist klar. Also das nervt tierisch, wenn man dann da durcheinander gerät. Aber dass es komplett unfruchtbar macht, das glaube ich, können wir dann damit lassen. Und that's it so ein bisschen für die Frauen mit Kinderwunsch. Es gibt jetzt, habt ihr sicherlich gehört, eine Unterscheidung zwischen Moderna, also dem mRNA-Impfstoff 1, und BioNTech, dem mRNA-Impfstoff 2, weil man gesehen hat, dass bei den Moderna-Impfstoffen diese Herzmuskelentzündungen bzw. Herzbeutelentzündungen häufiger, also es ist eine wahnsinnig seltene Nebenwirkung, aber gehäuft vorkommt als bei dem BioNTech-Impfstoff. Um da mal so ein Größenmaß zu sehen, habe ich vorher recherchiert, es sind tatsächlich von 100.000
11 genannte Fälle bei Moderna, wo eine Herzmuskelentzündung als Diagnose im Raum stand. Die ist noch nicht gesichert, aber sie steht zumindest im Raum. Und bei BioNTech Pfizer sind es 5 bis 6, also ein bisschen niedriger. Insgesamt trotzdem, wenn ihr euch die Prozentzahl ausrechnen möchtet, 5 von 100.000, wahnsinnig seltene Nebenwirkung. Weshalb man aber gesagt hat, bei allen Menschen, das gilt jetzt für diesen ganzen Live-Chat, alle Menschen unter 30 sollten BioNTech Pfizer bekommen. Als Sicherheitsappell von Paul-Ehrlich-Institut jetzt nicht, weil man, wenn man sich jetzt Moderna spritzt, direkt eine Herzmuskelentzündung bekommt, sondern weil man einfach wirklich nichts riskieren möchte. Und gerade bei Damen, die schwanger sind, weiß man einfach, dass das Immunsystem anders reagieren kann. Also das ist vielleicht eine kleine Neuigkeit für die Kinderwunschpatientinnen oder Kinderwunschdamen, die jetzt sagen, ich möchte mich schon impfen lassen, was für ein Impfstoff kommt denn für mich in Frage? Nun kurz noch zu den Empfehlungen in der Schwangerschaft. Hat ja die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe sehr, sehr lange appelliert, dass auch die STIKO endlich grünes Licht gibt, damit eben auch impfwillige Schwangere geimpft werden. Das Problem war ja früher, Schwangere möchte sich jetzt impfen lassen, ist davon überzeugt, läuft zum Impfzentrum oder wo auch immer hin, wird abgewiesen. Also war natürlich super frustrant. Dann hat die STIKO gesagt, ja, nee, ist doch sinnvoll, wie sie darauf kommen und was die Studienlage überhaupt hergibt, erzähle ich gleich noch mal ein bisschen was zu. Und seitdem können sich Schwangere also ab dem zweiten Trimester, das ist Woche 12 plus 0 aufwärts, impfen lassen. Viele GynäkologInnen und auch die Fachgesellschaften sagen, ja, 12 plus 0 ist wirklich genau die Grenze. Wir rechnen ja meistens vom ersten Tag der letzten Periode, lass mal lieber 13 plus oder 14 plus machen. Das seht ihr vielleicht oder lest ihr vielleicht auch oft. Es ist eher unerheblich. Ich würde auch eher sagen, lieber 14 plus 0, ab hier kann geimpft werden als zu früh. Warum? Weil man eben diese Organogenese, das heißt die Organentwicklung des Embryos, abgeschlossen haben möchte. Weil bis dato, bis das nicht abgeschlossen ist, noch relativ viel schief gehen kann, schicksalhaft. Und man möchte natürlich nicht, dass man im ersten Trimester sich hat impfen lassen und dann passiert irgendetwas schicksalhaft und man möchte es nicht in Zusammenhang mit den Impfungen bringen. Das gilt für jede Impfung, also nicht nur jetzt die Corona-Impfung, sondern auch Grippe-Impfung etc. Also man möchte wirklich tunlichst vermeiden, im ersten Trimester irgendwas zu machen, was, wenn eine Fehlgeburt passiert, in Verbindung gebracht wird. Deswegen überhaupt erst das zweite Trimester. Nicht, weil es irgendwie gefährlich wäre im ersten Trimester. Das zeigt zum Beispiel auch meine Frau, die sich quasi die zweite Impfung im ersten Trimester abgeholt hat damals. Das war auch bewusst von uns jetzt individuell so gelegt worden. Aber es ist nicht so, dass da was passieren kann, aber man sollte es trotzdem eben tunlichst vermeiden. Wenn man jetzt nicht wusste, dass man schwanger ist und hat aus Versehen den Impfstoff jetzt bekommen, sollte man mit der zweiten Impfung zum Beispiel oder auch jetzt mit dem Booster auch bis ins zweite Trimester warten. Grundsatzregel, bis ins zweite Trimester gehen und dann kann geimpft werden. Und das eben auch mit BioNTech Pfizer. Also Moderna ist da auch raus, nicht nur, weil die meisten Schwangeren, das ist gar nicht mehr heutzutage so, unter 30 sind, sondern eben auch, weil man gerade bei diesem besonderen Klientel kein Risiko eingehen möchte mit Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündungen. Das zu dem Thema Schwangerschaft und die ersten zwei Impfungen. Der Booster, hatte ich vorhin schon erwähnt, ist etwas, was wir letzte Woche besprochen hatten, wo ich gesagt habe, medizinisch durchaus individuell sinnvoll, weil wir einfach merken, diese Antikörper-Titer, das heißt unser Schutz, lässt einfach mit der Zeit nach. Das ist bei diesem Impfstoff leider so. Das wusste man vorher noch nicht so ganz genau, was passiert mit dem Titer, aber er sinkt. Ähnlich wie es beim Keuchhusten- oder Diphtherie-Impfschutz ist. Wir haben mit zum Beispiel Mumps, Masern, Röteln eine Impfung, die ein Leben lang hohe Titer zeigt. Also da ist man dann wirklich mit einem Mal Impfung ein Leben lang gesegnet, nur bei dieser Impfung leider nicht, sodass man da über eine Auffrischung nachdenken muss. Und auch hier gibt es jetzt offiziell die Empfehlung seitens auch der STIKO, dass man auch Schwangere eine Auffrischimpfung anbietet. Also auch hier ist eine Empfehlung jetzt draußen, sodass auch die boosterwilligen Damen, die schwanger sind, sich impfen lassen können, das dritte Mal. Es ist komplett derselbe Impfstoff. Also es ist jetzt, wenn ihr BioNTech Pfizer erst und zweite Mal bekommen habt, bekommt ihr das dritte Mal genau dasselbe. Es ist nichts Neues angemischt oder sowas, genau dasselbe nochmal. Frauen, die stillen, da ist es wieder etwas unkomplizierter. Man bekommt, wenn man unter 30 ist, den
Pfizer-Impfstoff, man bekommt, wenn man über 30 ist, auch den Moderna-Impfstoff. Von der Effektivität sind die beide gleichzusetzen. Also die sind fast identisch, auch von ihrer Art. Das sind beides mRNA-Impfstoffe, die funktionieren identisch. Es geht wirklich nur um diese paar Milliprozent, die da quasi diese Herzmuskelentzündung Risiko eben mit sich bringen. Bevor ich zu den Fragen komme, ich sehe es hier nur neben mir die ganze Zeit aufploppen, möchte ich noch was zur Studienlage sagen, weil es ist natürlich oft eine Verunsicherung, das verstehe ich. Es ist jetzt ein Impfstoff rausgekommen, den es so vorher noch nicht gab. mRNA-Impfstoffe sind für uns als Impfstoff jedenfalls neu. Es wird seit über 25 Jahren dran geforscht, also auch an dieser Art von Impfstoff. Allein es fehlten die Gelder. Und Gelder sind in der Forschung zum Beispiel enorm wichtig. Wenn die nicht da sind, wird eine Forschung nicht vorangetrieben, sondern da kann die tollste Idee auf dem Blatt Papier stehen, dann landet das Ganze erstmal im Schrank. Jetzt waren die Gelder auf einmal doch da, weil eine Pandemie ausgebrochen ist. Und jetzt kommt ein neuer Impfstoff auf den Markt, wo alle sagen, so richtig wissen, was da passiert, können wir ja gar nicht. Und die Unsicherheit kann ich komplett nachvollziehen. Aber man muss auch irgendwo sich mit dem Thema auseinandersetzen und schauen, wie wirkt es eigentlich? Also wie funktioniert dieser mRNA-Impfstoff? Und da haben ja viele Angst, dass dieses mRNA, was ja viele nicht kennen, die jetzt nicht aus der Biologie oder aus der Medizin kommen, irgendwie die eigene DNA bearbeiten könnte oder irgendwie verändern könnte. Dass das biologisch nicht möglich ist einfach, ist, glaube ich, jetzt auch mittlerweile, hat sich rumgesprochen. Trotzdem bleibt die Frage offen, geht denn von diesem mRNA-Impfstoff, von der mRNA, was auf mein Kind auch über? Das ist nicht so. Die mRNA, die wird sich hier irgendwo an der Schulter, wo ihr gepiekst wurdet, abbauen. Denn das ist wirklich so ein labiles Konstrukt, wird sofort zerlegt in Einzelteile, in diese Basen, die dort vorhanden sind und ist verpufft dann. Das Protein, was dadurch kodiert wurde, also dieses Spike-Protein, was wir jetzt ja alle schon so gut kennen, das wird auch nur in dieser Region, deswegen haben wir hier so eine Entzündungsreaktion nach der Impfung, wird hier vor allen Dingen dann unserem Immunsystem präsentiert und daraufhin bilden wir Antikörper. Und diese Antikörper, das ist das, was dann auf das Kind auch übergeht. Also wenn vom es geht etwas auf das Kind über gesprochen wird, sind es Antikörper, was im Prinzip nichts anderes ist als passive Objekte, die quasi dafür da sind, fremde Stoffe zu erkennen. Nur, dass wir das Thema auch schon mal beleuchtet haben. Die Studienlage ist bei Schwangeren immer mau. Also das ist nicht nur bei diesem Corona-Impfstoff jetzt der Fall, es ist bei allen Medikamenten, die irgendwie auf den Markt geschwemmt werden, neu und auch alt, gibt es keine Studien dazu. Und das ist genau das, was jetzt gerade viele stört oder wo viele sagen, ich weiß ja gar nicht, ob das sicher ist, weil es gibt ja keine Studien dazu. Diese Phase 2, 3 und auch 4 in Klammern Studien, die jetzt gerade gelaufen sind, werden nie bei schwangeren Kindern, Gehandicapten oder alten, kranken Personen ausprobiert, weil es einfach unethisch ist. Man kann bei Schwangeren immer nur Beobachtungsstudien vorlegen. Das heißt, man muss schauen, wenn sich jemand akzidentiell aus Versehen hat impfen lassen oder bewusst impfen lassen, weil er es für richtig hält, und da eine gewisse Zahl an Menschen dann zusammenkommt, dann guckt man sich diese Kohorte an und sagt, okay, passiert da was mit den Schwangeren? Rein medizinisch, biologisch, von der Überlegung her, darf eigentlich nichts passieren, aber trotzdem möchte man natürlich schwarz auf weiß in der Statistik wissen. Also gibt es auch jetzt für diese Impfstoffe, und das ist das, was ihr überlest, keine validen Studien, was so eine Follow-up-Studie ist, sondern es gibt nur die Beobachtung in der Retrospektive, das heißt zurückblickend. Jetzt kommt aber ein Vorteil dieser Impfstoffe, die es vorher so nicht gab, weil wir verimpfen das Zeug wahnsinnig viel auf der Welt, milliardenfach mittlerweile und auch viele, viele Schwangere, sodass wir uns natürlich jetzt auf Daten von Amerika, über 100.000 sind jetzt in der Studie eingeschleust worden, Israel, ich glaube nochmal 9.000, United Kingdom, ich glaube da sind es auch nochmal 12.000, also das sind alles Schwangere, die sich haben impfen lassen und wo man natürlich schaut, was ist da los? Geht das alles gut aus? Und diese Studien zeigen, ja, es ist ein sicherer Impfstoff. Und deswegen kommt überhaupt nur die STIKO auf die Idee, das für Schwangere zuzulassen. Die STIKO, das müsst ihr auch wissen, ist ein Organ, was sehr träge funktioniert und was sehr vorsichtig agiert in Deutschland. In anderen Ländern nicht, die sind ziemlich hauruck und so weiter. Wir sind ein sehr vorsichtiges Land, was Impfungen in der Schwangerschaft und Stillzeit angeht. Das nur mal zur aktuellen Studienlage. Die
Daten, die wir jetzt haben, sie sind unvergleichbar viel im Gegensatz zu anderen Impfstoffen. Keuchhustenimpfung zum Beispiel, Grippeimpfung. Es gab noch nie so viele Daten wie jetzt zur Corona-Impfung in der Schwangerschaft. Ibuprofen, Paracetamol, jedes Medikament, was ihr kennt, wurde nie in einer Studie quasi getestet an Schwangeren. Man weiß also nicht, was passiert mit Ibuprofen, wenn ich es einer Schwangeren gebe. Jetzt natürlich, weil es seit vielen Jahrzehnten gibt, weiß man das schon, weil es beobachtet wurde. Ich hoffe, das war einigermaßen klar, warum auf vielen Seiten des RKI, des Paul-Ehrlich-Instituts etc. von einer mangelnden Datenlage gesprochen wurde. Gut, ich gucke jetzt mal auf die Fragen. Können Impfnebenwirkungen wie hohes Fieber, Schüttelfrost gefährlich fürs Baby im Bauch werden? Sehr gute Frage, bekommt man auch oft gestellt. Diese Impfreaktionen, die jetzt beschrieben wurden mit Schlappheit, Muskelschmerzen, Abgeschlagenheit, auch Fieber, sind natürlich normal in dem Sinne, unser Immunsystem reagiert. Und die große Angst, die man immer hat als Schwangere, dass dieses Fieber zum Beispiel Wehen auslösen kann. Und da habe ich auch schon oft drüber gesprochen, dass Fieber potenziell durch Prostaglandine etc., also Botenstoffe, durchaus in der Lage ist, Wehen zu fördern, wenn die Gebärmutter bereit ist für Wehen. Die hat nämlich so kleine Rezeptoren. Und diese kleinen Rezeptoren sind erst dann da, wenn eine Wehenbereitschaft da ist. Das kann natürlich auch der Fall sein, zum Beispiel bei frühzeitigen oder vorzeitigen Wehen. Wenn es eine krankhafte Schwangerschaft ist, wenn zum Beispiel eine Infektion aufgestiegen ist, dann werden diese Rezeptoren auch eingepflegt. Und da können auch so Botenstoffe Wehen auslösen. Natürlich viel zu früh und auch krankhaft. Aber bei einer gesunden Gebärmutter, sage ich mal, einer gesunden Schwangerschaft, kann dies nicht passieren. Und wenn ihr dann irgendwann in die Region kommt, 34 plus, 35 plus, 36 plus, wo langsam die Rezeptoren zunehmen, kann es durchaus sein, dass Fieber Kontraktionen auslösen kann. Ob die jetzt übergehen in Geburtswehen, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlich beruhigt sich das Ganze wieder, so wie es ist, wenn man mal viel unterwegs gewesen ist. Am Abend stellt man fest, boah, der Bauch wird ständig hart und dann beruhigt sich das Ganze aber auch wieder. Also da jetzt keine Angst vor irgendwelchen Frühgeburten. Ganz im Gegenteil, die Corona-Infektion, also die SARS-CoV-2-Infektion, hat das Frühgeburtenrisiko ums 2- bis 4-fache gesteigert. Das ist also eine Beobachtung, die man vorher so auch nicht gedacht hätte. Woran liegt das? Weil es eben eine Gefäßerkrankung ist. Gefäße sind bei so einem entstehenden Kind wahnsinnig wichtig. Die Plazenta, also der Mutterkuchen, muss gespeist werden. Da gibt es kleinste Gefäße und wenn die quasi verstopfen, verklumpen durch eine SARS-CoV-2-Infektion, dann gibt es so eine genannte Plazenta-Insuffizienz. Der Mutterkuchen stellt salopp gesagt ein bisschen die Arbeit ein. Und deswegen kommt es bei so einer Infektion gehäuft zu Frühgeburten. Nicht zu Fehlgeburten und nicht zu Fehlbildungen. Das muss man auch wissen. Also sowohl bei der Infektion natürlich auch als bei der Impfung. Bei der Impfung ist es so, dass hier keine Frühgeburtsbestrebungen beschrieben sind, keine Fehlbildung natürlich und auch keine Fehlgeburten. Gucken wir mal weiter hier. Ja. 36 Schwangerschaft als Zweitimpfung, dann BioNTech oder Moderna möglich. Genau, hatte ich gleich am Anfang beschrieben, du bist schwanger, also kriegst du BioNTech. Wir haben ja natürlich einen Gesundheitsminister, der das etwas ungünstig formuliert hat in letzter Zeit. Von wegen, okay, wir nehmen euch jetzt BioNTech-Pfizer weg und ihr sollt mal Moderna bekommen, aber Menschen unter 30 sollen ja kein Moderna bekommen, Schwangere sowieso nicht und alle stehen da und denken, okay, ich soll mich jetzt boostern lassen, aber es soll kein BioNTech mehr geben, was ich eigentlich jetzt haben müsste. Jetzt hat er schon ein bisschen zurückgerudert und gesagt, nein, es gibt genug Impfstoff, auch BioNTech-Pfizer, aber eben für diese Gruppen, die es bekommen sollen. Schwangere, unter 30-Jährige etc. Bisschen ungünstig. Stillende. Genau, soll mein 3-Jähriger auch von der Muttermilch was abkriegen und auch von den Antikörpern zu profitieren? Also ja, sowohl die Impfung in der Schwangerschaft als auch in der Stillzeit lassen nachweislich Antikörper in Muttermilch da und auch zum Beispiel in der Nabelschnur. Also im Nabelschnurblut wurden Antikörper nachgewiesen, nachdem man als Schwanger geimpft wurde. Heißt, sie haben einen gewissen Nestschutz, ja. Wie lange dieser anhält, weiß man nicht.
Das kann sein, dass das 1-2 Monate sind, das kann sein, dass es länger ist. Da gibt es tatsächlich noch zu wenig Daten zu, um zu sagen, dieses Kind ist langfristig geschützt. Aber ja, du schützt dein Kind auf jeden Fall in der Stillzeit für eine gewisse Zeit durch einen gewissen Antikörper Titer. Die Antikörper sind auch nochmal ein anderes Modul quasi. Das sind nicht diese IgGs oder IgMs, sondern es sind die IgAs und die haben nochmal eine andere Zusammensetzung, sodass man hier wirklich nicht prophezeien kann, wie lange dieser Schutz eben anhält. Wird sehr oft gefragt, wann ich mich boostern lassen kann, wirklich erst nach 6 Monaten. Das ist natürlich eine Schwangerschaft, sind 6 Monate eine kurze Zeit. Wenn man jetzt genau für den Booster in der Schwangerschaft landet, hatte man Glück. Wenn man jetzt sagt, ich würde gerne in der Schwangerschaft mich noch boostern lassen, aber es sind noch nicht ganz 6 Monate um, könnte man individuell gucken, ob man es auch nach 5 Monaten macht. Also das ist dann so die Absprache mit der Gynäkologin, dass man einfach sagt, sind erst 5 Monate rum, aber ich hätte gerne den Schutz. Jetzt kommt die Frage mit der Keuchhustenimpfung. Welche Reihenfolge ist sinnvoll? Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich verstehe wirklich die Schwangeren, die jetzt wahnsinnig wirr sind und verunsichert. Es gab vor ein paar Jahren wirklich bis auf diese Grippeschutzimpfung saisonal nicht wirklich eine Impfung, die in irgendeiner Form in Frage käme für Schwangere. Jetzt gibt es auf einmal die Grippeschutzimpfung. Jetzt gibt es auf einmal Keuchhusten als Kombination mit Diphtherie und Tetanus. Und jetzt gibt es noch eine Covid-Impfung, also 3 Impfungen. Das zeitlich zu koordinieren, ist gar nicht so leicht tatsächlich. Man kann die Grippeschutzimpfung parallel zu zum Beispiel einer Keuchhustenimpfung machen. Man kann zum Beispiel auch theoretisch, das gibt jetzt einen Aufschrei, aber so ist wirklich die offizielle Empfehlung, die ich gleich nochmal einschränken werde, alles gleichzeitig verimpfen. Halte ich für ein bisschen krass. Also eine Woche, eine 2 Wochen dazwischen zu packen, finde ich, glaube ich, das Sinnvollere. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte unbedingt noch die Covid-Impfung mitnehmen in der Schwangerschaft, muss man sich halt überlegen, komme ich mit der Grippeschutzimpfung noch hin oder steht die Keuchhustenimpfung an, die ja erst ab 28+0 quasi empfohlen wird. So dass man sich das gut koordinieren muss mit seiner Gynäkologin. Boostern während Kinderwunsch. Auch eine sehr oft gestellte Frage. Was ist, wenn ich jetzt Kinderwunsch habe? Ich lasse mir die Auffrischung. Ich finde dieses Booster immer so ein bisschen blöde Begrifflichkeit. Also ich will mich auffrischen lassen. Muss ich danach warten? Nein. Also da hat die DGGG, das ist die Deutsche Gesellschaft für Gyn- und Geburtshilfe, ganz klar auch schon bei den regulären 2 Impfungen gesagt, ihr braucht danach nicht jetzt extra verhüten oder den Kinderwunsch aufschieben. Wie es jetzt ist in der Kinderwunschbehandlung, in der Klinik, müsst ihr bitte da klären. Ich weiß nicht, welches Schema ihr bekommt, ob ihr in der Down-Regulation seid etc., wie es um euch sowieso steht, Vorerkrankungen. Also wenn ihr wirklich in einer Therapie steckt, dann solltet ihr das da individuell klären. Aber sonst, wenn ihr zu Hause ganz normal dabei seid, den Kinderwunsch umzusetzen, dann braucht ihr danach jetzt nicht unbedingt warten. Bitte. Hier kommen ganz viele Dankes. Bitte. Booster lieber in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit? Was ist sinnvoller? Also, das ist eine sehr gute Frage. In der Schwangerschaft, also man gilt, wenn man schwanger ist, als Risikogruppe für einen schweren Verlauf bei einer Covid-Infektion. Tatsächlich hat jetzt auch die STIKO bzw. RKI so einfach mal niedergeschrieben. Klingt erstmal krass, liegt daran, dass man, wenn man schwanger ist, einfach schon erhöhtes Thromboserisiko hat. Man hat also schon einen gewissen Risikofaktor für so eine Gefäßerkrankung. Und je nachdem, was man noch mitbringt, vielleicht eine Adipositas, ein Bluthochdruck oder eine Schwangerschaftserkrankung, steigert sich dieses Risiko immens, sodass man schon in der Schwangerschaft sich tunlichst vermeiden sollte, sich zu infizieren, weil man einfach wirklich ein Risikoklientel darstellt. Wenn du das jetzt so salopp schreiben würdest, würde ich ja fast behaupten, wenn du die Möglichkeit in der Schwangerschaft hättest, würde ich tatsächlich dazu neigen, dich in der Schwangerschaft zu impfen. Das musst du aber auch wollen. Na, noch gibt es keine Impfpflicht und ich werde mich weit aus dem Fenster lehnen hier, aber ich glaube nicht, dass es für Schwangere gelten wird, sollte es kommen, dass man sich da impfen lassen muss, kannst du dir natürlich überlegen, ob du es in die Stillzeit verlegst. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wo wohne ich, arbeite ich noch, was habe ich für Vorerkrankungen, kriege ich täglich Besuch 10-fach oder bin ich relativ abgeschieden auf einem Bauernhof und mache Homeoffice, was weiß ich, erstmal nur als Beispiel, sodass man das wirklich auch individuell klären kann. Hoffe, das hat deine Frage so ein bisschen beantwortet.
Das ist auch eine gute Frage. Ein Zeitraum im Zyklus, der sich besonders zum Impfen eignet, zum Beispiel um Störungen vorzubeugen. Ja, untersucht man jetzt gerade, es gibt noch keine Peilung, wo man sagt, ja, zum Eisprung hin ist super oder kurz nach der Periode ist super, ist total individuell. Also das heißt nicht, dass wenn du zum Eisprung hin dich impfen lässt, dass du dann Zyklusstörungen bekommst. Diese Datenlage, wie sie jetzt ist, ist komplett konfus. Wir wissen nicht, wann was welche Auswirkungen hat und bei welcher Frau. Wie viel Abstand zwischen der Rhesusprophylaxe und dem Booster? Ja, diese Rhesusprophylaxe, diese Blutgruppenprophylaxe ist ja per se eine Art Impfung, aber ohne, dass man jetzt eine Krankheit irgendwie dem Körper suggeriert. Also man wirft dem Immunsystem jetzt nichts hin, wo er sagen muss, oh, das ist eine Krankheit, ich muss dagegen arbeiten, sodass man die Rhesusprophylaxe zum Teil auch parallel machen könnte mit der Corona-Impfung. Und auch hier gilt, oder würde ich der Patientin, wenn sie jetzt vor mir sitzen würde, sagen, also wenn man eine Woche nach hinten das schieben können, dann machen wir das doch. Dann vergeben wir uns ja überhaupt nichts mit der Woche und wir können nicht sagen, dass danach eine heftige Schlappheit oder eine andere Impfreaktion darauf zurückzuführen ist, dass wir beides parallel gemacht haben. Also wenn Zeit da ist, dann warum nicht auch das zeitlich so ein bisschen auseinanderziehen. Ich gucke jetzt nochmal kurz, um die Instagram-Leute nicht hier zu verprellen. Sehr gute Frage. Kann eine Covid-Infektion negative Folgen für das Ungeborene haben? Also, die vertikale Transmission ist gemeint, ein tolles Wort. Das heißt, dass wenn man sich mit SARS-CoV-2 in der Schwangerschaft ansteckt, ob das dann übergeht auf das Ungeborene. Theoretisch und auch nachgewiesenerweise, ja, ist möglich, es ist aber selten. Das müsst ihr auch wissen. Man kann also sein Kind auch anstecken über Plazenta. Man hat sogar jetzt nachgewiesen, dass diese Viruspartikel und vieles von dem Virus in der Plazenta nachweisbar ist, als ob das da wirklich wie so ein Filter agiert und aber auch das Kind dann infizieren kann. Das Outcome, das heißt, wie die Kinder sich danach machen, ist sehr gut. Heißt jetzt nicht, dass wenn man sein Kind indirekt infiziert hat, dass die Kinder danach leiden oder irgendwelche Symptome haben. Kann auch. Auch da sind wenige, ganz, ganz wenige Fälle beschrieben. Aber es ist eher selten. So dass, wenn du dich jetzt infiziert hast in der Schwangerschaft, ist natürlich maximal bescheuert auf gut Deutsch, weil man eh schon verunsichert war. Jetzt ist man es noch mehr und die Vorsorgen müssen irgendwie koordiniert werden. Und dann hat man Angst um sein Kind. Ganz klar. Aber es passiert Gott sei Dank ganz, ganz, ganz selten was. Und auch da muss man sagen, man tut sich selbst natürlich einen Gefallen vor einem schweren Verlauf, wenn man jetzt schon Antikörper gebildet hatte. Entweder hat man es schon mal vorher gehabt oder aber man ist geimpft worden. Und das ist ja die Grundaussage. Wir werden ja alle, wie wir hier sitzen, auf der ganzen Welt Kontakt haben zu diesem Virus. Also wir werden uns infizieren, Punkt, alle. Der Virus wird nicht nächstes Jahr weg sein. Der wird auch nicht in 2 Jahren weg sein. Wir haben Glück, wenn er nicht so ein Antigen trippt und shift macht. Das heißt, wenn er sich nicht in der Oberfläche so stark ändert, sodass wir jetzt mit den Impfungen auch da gut gegen vorkommen können. Und auch die Genesenen haben wahnsinnig guten Schutz. Die Frage ist nur, wenn wir uns infizieren, wie packt unser Körper das? Und da haben wir natürlich mit der Impfung jetzt ein mächtiges Tool zu sagen, okay, ich kann meinen Verlauf selbst bestimmen und kann natürlich auch mein Umfeld schützen, weil natürlich können Geimpfte und auch Genesene andere anstecken, aber die Wahrscheinlichkeit da ist sehr, sehr, sehr viel geringer, als wenn ich nicht geimpft oder genesen bin. Ja, das ist so diese Grundsatzsituation, wo wir jetzt gerade drinstecken. Das heißt, wir werden es alle haben. Ich möchte es aber persönlich nicht haben, ungeimpft. Und das darf noch jeder für sich entscheiden. Aber es ist, und das hat sich, glaube ich, auch schon rumgesprochen, durchaus sinnvoll, das definitiv zu überlegen, ob man sich da impfen lässt. Ein Wort noch auch zu der Unsicherheit, die viele noch haben. Ihr müsst wissen, diese Impfung ist beispiellos, weil sie milliardenfach mittlerweile verimpft wurde, auf der ganzen Welt. Medien lauern gerade nur zu, dass irgendein Skandal passiert, dass wieder irgendeine Nebenwirkung auftritt, dass irgendwas ist und wir hören verhältnismäßig wenig. Und das muss euch einfach zeigen, wie, also wenn ihr schon nicht den evidenzbasierten Dingen und wissenschaftlichen Statistiken Glauben schenken mögt, wie sicher dieser Impfstoff ist. Sonst würde das tagtäglich durch die Presse marschieren. Durch die richtige Presse, jetzt nicht die Schwurbel-Websites. Nochmal eine Frage. Welcher Impfstoff bei Kinderwunschbehandlung? Jetzt kommt es wieder darauf an, wie alt bist du? Unter 30, BioNTech, Pfizer, über 30, Moderna.
Jetzt kam die Frage, sie hat sich jetzt, ja, 37. Schwangerschaftswoche, heute positiven PCR-Test. Das ist kacke, muss man echt sagen. Muss ich in ein Krankenhaus zur Schwangerschaftsvorsorge behandeln, trotz Infektion? Würde ich, also du musst ja sowieso jetzt erstmal deinen zuständigen Ärzte alle anrufen, deine Gynäkologin, deine Hausärztin, die Klinik informieren, bei der du entbinden möchtest, falls es jetzt losgeht. Das macht jede Praxis auch individuell. Bei mir ist zum Beispiel, wenn bei mir eine positive Schwangere ist, dann versuche ich natürlich weiter, die regulären Vorsorgen zu machen. Man hat dann quasi Anrecht darauf, dass alle 2 Wochen kontrolliert wird, auch ein Doppler gemacht wird, das heißt, die Blutflüsse kontrolliert werden vom Kind und auch von der Mama, um zu schauen, dass die Versorgung gut ist. Und da muss man halt gucken, kriegt man das irgendwie koordiniert mit Quarantäne etc., dass man nicht zu viel Zeitverlust hat bei so einer Vorsorge. Oder aber ich bestelle sie mir einfach ein, wenn alle schon weg sind. Das heißt, vielleicht ist noch eine Helferin dann da, wenn überhaupt. Ich bin noch da, völlig vermummt und mache dann halt eine Schwangerschaftsvorsorge Freitagnachmittag, wenn eigentlich keine Sprechstunde mehr ist. Und das kriegt man eigentlich ganz gut koordiniert. Und die Kliniken sind ja sowieso davon aus oder darauf ausgelegt, dass auch mal eine positive Schwangere zur Geburt kommen kann. Das heißt, die haben isolierte Kreise, die haben isolierte Zimmer, wo ihr einfach dann quasi durchgeschleust werdet. Da brauchst du keine Sorge zu haben, du wirst dann nicht alleine entbinden, was natürlich feststeht. Und das zeigt nicht nur die letzten Jahrzehnte an Hebammenmangel, sondern jetzt auch die Pandemie, dass man, wenn man Corona-positiv ist, nicht so viel Betreuung hat, wie wenn man nicht Corona-positiv ist. Das ist natürlich auch ein wahnsinniger Aufwand für eine Hebamme, sich jedes Mal komplett in eine Schutzhülle zu zwängen und eine Frau zu betreuen. Und wenn nebenan noch eine Frau unter Geburt ist, hat die einfach verhältnismäßig wenig Zeit für dieses An- und Ausziehen. Und das ist scheiße auf gut Deutsch, dass diese Versorgung nicht so gut ist. Und deswegen sind wir jetzt Gott sei Dank so weit, dass Partnerin oder Partner mit zur Geburt kommen dürfen wieder. Das war ja auch mal eine Zeit lang vor einem Jahr so, dass man alleine entbinden durfte, gebären durfte. Also grauslich schlimm. Und jetzt hat man gesehen, ach ja, nee, Partnerin oder Partner sind ja doch eine große Stütze für so eine Schwangere und entlastet das geburtshilfliche Personal. Schlaue Politik. Wie viel Zeit darf maximal zwischen der ersten und zweiten Impfung liegen? Ich habe nach 18 Wochen die zweite bekommen, ist trotzdem der volle Impfschutz vorhanden. Jetzt kommt es darauf an, was du bekommen hast. BioNTech, Pfizer sind 3 bis 4 Wochen zum Beispiel, Moderna ein bisschen längeres Intervall. Das kann nach hinten noch ein bisschen hinausgezogen werden. Im Prinzip ist es auch sehr oft so, wenn man jetzt kurz vor Schwangerschaftstest, die erste Impfung bekommen hat zum Beispiel und möchte dann natürlich nicht im ersten Trimester impfen, weil laut Empfehlung sollte man das ja nicht, muss man also ein paar Wochen länger warten, um ins zweite Trimester zu rutschen und kriegt dann erst die zweite. Ja, ist nicht der optimalste Abstand, aber du hast trotzdem einen wahnsinnig guten Schutz dann. Danke für die Antwort, bitte für die Frage. Ich gucke nochmal hier rein. Alle Impfstoffe fürs Stillen zugelassen. Momentan sind es nur die mRNA-Impfstoffe. Kommt ja bald was Neues, Totimpfstoff. Ich frage mich überhaupt, wenn das jetzt alles ein Totimpfstoff gewesen wäre, von Anfang an, was wir also schon kennen seit Jahrhunderten, würden wir auch hier sitzen in dem Live und diskutieren. Ich denke ja. Denn die HPV-Impfung vor, ja, sind auch schon wieder ein paar Jahre, hat ja ähnliche Diskussionen ausgelöst, aber natürlich nicht in dem Ausmaß, weil es nicht alle betrifft. Jetzt betrifft es alle, also haben alle natürlich ihre Sorgen. Auch eine gute Frage, 2 Wochen vor der Geburt impfen oder lieber warten? Bekomme ich sehr, sehr häufig. Also so Antikörper brauchen ungefähr 3 bis 4 Wochen, um einen gewissen Pegel zu erreichen, dass sie schützen. Wenn du dich jetzt also 2 Wochen vor der Geburt impfst, wirst du wahrscheinlich nicht mehr in diesen 2 Wochen von so maximalen Schutz profitieren. Aber du hast natürlich schon mal die erste Impfung hinter dir, hast also schon mal einen gewissen Schutz und hast natürlich auch, wenn du stillst, an das Kind weitergegebene IgA-Antikörper. Für dich selbst bringt es in der Schwangerschaft wahrscheinlich nicht mehr so viel, für dich danach und auch für das Kind wahrscheinlich schon, sodass ich, wenn da jetzt jemand sitzt und sagt, ich bin 37 Wochen, soll ich mich noch impfen? Ja, nein, würde ich sagen,
spricht irgendwas dagegen. Wenn die natürlich jetzt schon Wehen hat oder schon der Muttermund auf 5 cm eröffnet ist oder Blasensprung, also die Geburt ansteht, würde ich es vermeiden. Also auch wenn man eine Woche vor ET ist, würde ich eher sagen, Leute, wenn ich jetzt also mich vom letzten Wochenende nehme und ich hätte jetzt ein Kind kriegen müssen, unabhängig davon, dass ich das eh nicht schaffen würde, da wäre ich ziemlich platt gewesen und ich brauche Energie für eine Geburt. Und deswegen so eine Woche vor Geburt finde ich sehr sportlich, wenn man sich da impfen lässt, je nachdem, wie man es wegsteckt. Ich persönlich bin eine totale Sissy, was Impfungen angeht. Jede Impfung schlägt bei mir ein. Und wenn man das von sich selbst weiß, dann würde ich tatsächlich eine Woche vor ET doch lieber warten bis nach Geburt. Da kommt eine Frage hinterher, die kam eben auch. Wann nach Geburt darf man sich oder sollte man sich impfen lassen? Gibt es einen speziellen Zeitpunkt? Nö, das ist, wenn du dich fit fühlst. Also so steht es auch in den offiziellen Empfehlungen. Wenn du, egal ob Kaiserschnitt, Vaginalgeburt, vaginaloperative Entbindung, dich wieder einigermaßen gut fühlst, du gut auf den Beinen bist, du dein Kind gut versorgen kannst, zu Hause alles läuft, dann darfst du zur Impfung gehen. Wenn du sagst, boah, ich bin auch total platt, ich krieg noch nicht mal 2 Stufen hin, ohne zu keuchen, dann warte lieber noch ein bisschen. Das nennt man dann gesunden Menschenverstand. Das fand ich mal eine gute Empfehlung. Gucken wir nochmal. Ihr dürft auch kritisch sein. Ne? Ich bin jetzt niemand, der sich dem nicht stellen möchte. Ups. Ich muss nun im Wochenbett. Klexane 40 wegen Faktor 5 Leidenspritzen. Kann ich mich parallel nun impfen? Sehr, sehr gute Frage, weil es sehr, sehr oft kommt. Was ist mit der Impfung und mit einer möglichen Thromboseprophylaxe im Sinne von Medikamenten? Das gibt es ja zum Beispiel, wenn man jetzt wie die Dame eine Gerinnungsstörung hat, dass man sich in der Schwangerschaft generell einen Blutverdünner spritzen sollte, weil das Risiko für eine Thrombose schon massiv erhöht ist. Im Wochenbett übrigens viel höher als in der Schwangerschaft. Also das vergessen viele, dieses Wochenbett ist die gefährliche Zeit für die Thrombosen. Man sollte jetzt per se, weil man auch weiß von der Infektion zum Beispiel, wenn man sich infiziert hat, wenn man jetzt das Beispiel von der Dame mit der 37. Schwangerschaftswoche nimmt, kommt es auf den Verlauf drauf an, wie stark ist sie bettlägerig, wie gut kommt sie klar, wie ist der Verlauf, ist der milde oder ist er sehr schwer, wie hoch ist das Thromboserisiko. Dann kann es durchaus sein, dass man sagt, liebe Schwangere, du liegst jetzt quasi nur platt im Bett, du hast einen relativ schweren Verlauf, du musst dich heparinisieren, das heißt, du musst dein Blut dünner kriegen, um eine Thrombose zu vermeiden. Ist die Schwangere aber nach einer Infektion fit, kann sich gut bewegen, ist halt nur nervig in Quarantäne, aber es ist alles soweit in Ordnung, muss man nicht unbedingt das Gerinnungssystem hemmen und das Blut verdünnen. Und bei der Impfung ist es ähnlich. Wenn ich jetzt keinen Risikofaktor habe, braucht man natürlich nicht sein Blut verdünnen. Wenn, wie die Dame jetzt beschrieben hat, eine Gerinnungsstörung vorliegt, dann sollte man sein Blut verdünnisieren, also mit einer Klexane-Spritze, jetzt haben wir einen Hersteller genannt, mit niedermolekularen Heparinen sich spritzen, um das Blut dünner zu kriegen. Und in dem Falle jetzt von der Frage, kann man sich natürlich impfen lassen, weil das Blut jetzt eh schon dünn ist. Also du bist geschützt, was Thrombosen angeht, durch diese Spritze. Ich nehme seit 3 Wochen Mirtazapin wegen Depression, Schlafstörungen. Jetzt bekomme ich seit 7 Wochen meine Tage nicht. Achso, das ist jetzt überhaupt keine Frage, die hier irgendwas zu tun hat. Aber mal ein ganz gutes Beispiel. Mirtazapin ist ja ein Medikament, was man auch in der Schwangerschaft nehmen kann. Gibt es dazu Studien? Nee, gibt nur Beobachtungsstudien. Trotzdem wird dieses Medikament zum Beispiel bei Angststörungen, Panikattacken etc. verschrieben in der Schwangerschaft und man weiß ziemlich sicher, und das ist immer der Konjunktiv, dass es nichts macht. Und ich möchte das Kontergan-Thema gar nicht erst auffassen. Es ist wirklich, wirklich ein anderes Studienschema gewesen. Wir haben ja bei den Zulassungsstudien für die BioNTech-Pfizer-Impfstoffe zum Beispiel 30.000 Probanden gehabt in der Phase 2 und dann auch später in der Phase 3 Studie noch viel mehr. Und jetzt diese Phase 4 Studie, wo wir ja alle quasi dran teilhaben, das sind ja Unmengen an Probanden. Und zum Beispiel, wenn wir Kontergan nehmen, da war die Teilnehmerzahl war sehr, sehr gering, sagen wir es mal so. Also man konnte überhaupt nicht sagen, allein vom Studiendesign her, ob das nicht doch auch irgendwelche Folgen haben kann, weil das Studiendesign einfach so minimal und auch so schlecht war. Also diese 2 Sachen kann man unmöglich, auch vom Wirkstoff her schon, unmöglich vergleichen. Das nur mal zu dem Thema, weil es auch immer wieder irgendwie verglichen wird. Ah, Langzeitfolgen. Kam nämlich eben auch nochmal die Frage, ich möchte es nochmal versuchen zu erklären, weil das echt oft durcheinander gerät in manchen Gehirnen.
man redet von Langzeitfolgen oder Langzeitnebenwirkungen, wie man es nennen möchte, von Auffälligkeiten, von Beschwerden, die mit der Impfung zusammenhängen. Das heißt, sie passieren sofort. Man hat ein paar Wochen später, sagen wir mal, Schuppenflechte. Ich kriege ein paar Wochen später nach meiner Corona-Impfung Schuppenflechte. Das wird aber erst diagnostiziert, vielleicht ein Jahr später, und wird dann auch erst in Zusammenhang gebracht mit einer stattgehabten Corona-Impfung. Ähnlich war es zum Beispiel bei der Schweinegrippe-Impfung. Die hat man ja dann irgendwann eingestellt, weil man gesehen hat, oh, es gibt ganz viele Fälle von Narkolepsie, also einer Schlafsucht, einer Schlafkrankheit. Und das war eben auch so eine unglaublich seltene Nebenwirkung direkt, die erst so spät erkannt wird, dass es dann quasi eine Langzeitfolge. Versteht ihr, was ich meine? Und bei denen war es auch so, bei der Schweinegrippe sprechen wir auch von Impfungen, die niemals so hoch waren von der Anzahl wie jetzt bei der Corona-Impfung. Das heißt, wir haben jetzt, dadurch, dass wir milliardenfach verimpft haben, so viele Daten, dass wir ganz, ganz, ganz seltene Nebenwirkungen auch lange Zeit später gut detektieren können. Sinusvenenthrombose, Herzmuskelentzündung hatten wir schon alles. Das sind alles so Dinge, wo das Paul-Ehrlich-Institut gesehen hat, oh, da könnte eine Korrelation bestehen, hat sogar bei AstraZeneca damals gesagt, stopp, erstmal nicht mehr. Da sieht man mal, wie sicherheitsbedürftig da auch so eine große Institution ist, in dem Wissen, dass das medial zerrissen wird und natürlich alle völlig verunsichert waren, was AstraZeneca angeht, aber genau der richtige Weg zu sagen, erstmal stopp, erstmal gucken, hat das damit zu tun? Ja, nein. Und wie häufig kommt es vor? Und das sind eben diese ganz, ganz super seltenen Nebenwirkungen, die vielleicht erst ein Jahr später auftreten, die man dann Langzeitnebenwirkung nennt. Es ist nicht so, dass ein Jahr später irgendwas auftritt, was vorher nicht da war. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Entschuldigung. Wie lange hält der Schutz einer Impfung an und wie lange schütze ich circa mein Baby durch Stillen? Hatten wir eben auch schon, dass man es nicht weiß, unterm Strich. Bei Erwachsenen weiß man es nicht, bei den Kindern noch weniger. Auch diese sogenannten Antikörpertiter, das heißt, ich habe ich auch gemacht, kann ja meinen Arm hingeben, mir wird Blut abgenommen, man kann mal gucken, wie viele Antikörper haben sie denn. Oh, Herr Wagner, 1 zu 1000 ist ja toll oder ist ja nicht so toll. Selbst diese Zahl kann nicht aussagen, ob du einen guten Schutz hast oder nicht und ist keine Indikation zu sagen, jetzt boostern, weil jetzt ist die Zahl von den Antikörpern zu gering. Wir haben, und das stand ganz groß jetzt ein Artikel in, ich glaube im Ärzteblatt sogar genau, keine Ahnung, was der Titer überhaupt aussagt. Und es ist auch natürlich von vielen Komponenten des Individuums nochmal abhängig. Wenn ich 80 bin, nutzt mir ein guter Titer vielleicht auch nichts, weil meine Blutgefäße sind auch nicht mehr so gut und ich habe nicht mehr die Ressourcen des Immunsystems, die ich vielleicht mit 20 habe. Also auf den Titer darf man sich nicht so versteifen, auch wenn es mal ganz nice to have ist. Bei mir war es so, eine Mitarbeiterin, eine neue, die wollte Blut abnehmen üben und hat sie dann bei mir gedurft und wir haben dann gesagt, was machen wir denn jetzt mit dem Bröhrchen? Und dann habe ich gesagt, gut, dann will ich einfach mal wissen, wie viel Antikörper habe ich denn da? Und es war so lala. Jetzt nochmal die Dame mit dem Mirtazapin. Ich sprich bitte deine Gynäkologin darauf an. Es ist jetzt nicht das Thema hier, was passt einfach nicht. Sorry. Gucken wir nochmal hier einmal durch. Booster erst nach 7 Monaten möglich wegen Abschluss des ersten Trimesters, ist der volle Schutz trotzdem gegeben. Hatten wir vorhin schon mal. Also wenn du das möchtest, auf jeden Fall den Booster mitnehmen. Es ist ein besserer Schutz als gar kein Booster und du kriegst auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Schutz vom schweren Verlauf. Du wirst wahrscheinlich nicht den Schutz erreichen, jetzt wenn man diese 95-96% Effizienz da nimmt, das nicht, aber du wirst auf jeden Fall einen wahnsinnig guten Schutz haben. So, ja, jetzt kommen ganz viele Dankes, gerne. Ich gucke noch jetzt einmal hier durch. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange heute machen. Aber wir haben ja ein bisschen spät angefangen. In welcher Schwangerschaftswoche ist Boostern am besten? Kommt ganz oft. Also, wenn 6 Monate abgelaufen sind, kannst du es machen. Ist jetzt unerheblich von der Woche. Sollen wir noch ein bisschen über Stillende sprechen? Ich habe, was habe ich denn alles erzählt? Ach ja, das ist vielleicht noch ein guter Punkt. Es gibt Medikamente, die unter Umständen auch eine Infektion, die Muttermilch, ein Stück weit verfärben können.
so einen Blauschimmer, es gibt manchmal auch so einen Gelbschimmer oder auch so einen rötlichen Schimmer. Und auch je nach Fettgehalt der Muttermilch schimmert die Farbe ein bisschen anders. Und sehr, sehr oft ist dann zum Beispiel auch nach Antibiotika, die jetzt in der Stillzeit zum Beispiel auch zugelassen sind, auch da gibt es keine Zulassungsstudien, sondern nur Beobachtungsstudien, wo man dann merkt, meine Muttermilch ist irgendwie so ein bisschen so Blauschimmer. Und das gab es jetzt tatsächlich vereinzelt auch mal nach einer Impfung. Nicht nur Corona-Impfung, sondern auch. Grippeimpfung zum Beispiel hat auch so einen Blauschimmer manchmal drin. Das ist nicht weiter schlimm. Also auch wenn du keine Impfung zum Beispiel hattest, eine Infektion hast, kann sich die Streuung des Lichts in der Muttermilch auch ändern. Da keine Panik. Und ansonsten gilt für Stillende, ja, haben wir eigentlich alles schon ziemlich besprochen. Ah, ein wichtiger Punkt vielleicht noch, ihr braucht keine Stillpause nach der Impfung einlegen. Ich glaube, das hat sich jetzt auch schon des Öfteren durchgesetzt, beziehungsweise die Aussage hat sich durchgesetzt. Nein, ihr braucht jetzt nicht dann 3 Tage Muttermilch verwerfen, abpumpen oder was auch immer oder vorher einfrieren, sondern ihr könnt ganz normal weiter stillen. Wenn du Nebenwirkungen hast, Fieber, Abgeschlagenheit etc., macht Stillen natürlich nicht so besonders viel Spaß, brauchen wir nicht drüber sprechen, ist aber nicht schlimm fürs Kind. Gilt ja auch für eine normale Trotznase. Also wenn man einen ganz normalen viralen Infekt hat zum Beispiel, dann gilt natürlich dasselbe, dass wenn man sich schlecht fühlt, Fieber hat, Schüttelfrost hat, dass man trotzdem weiter stillen darf, aber dass der Spaß natürlich überschaubar ist, sagen wir mal so. Wie gehst du mit Impfgegnerinnen in der Praxis um? Also zum einen habe ich, glaube ich, ganz wenige Impfgegnerinnen, die wirklich per se dagegen sind, sondern kritische Patientinnen, hinterfragende, unsichere Patientinnen, denen man dann versucht zu helfen, mit dem, was wir jetzt auch tun, irgendwie Fragen beantwortet. Und wenn sie nicht möchte, ist das auch völlig okay. Also ich bin auch nicht in der Position zu sagen, mach das mal, weil es doch dein. Also das ist nicht meine Aufgabe, sondern ich bin dafür, da aufzuklären. Und wenn ich die Unsicherheiten nicht nehmen kann mit meiner Aufklärung, dann soll sie es auch nicht machen. Also dann bin ich ja nicht der Position, sie da aufbrechen, da überzeugen zu wollen. Und Impfgegner habe ich, glaube ich, gar nicht in der Praxis. Also die meisten, die ja da sind, kennen mich ja hier auch aus der Online-Welt und sind deswegen auch relativ gut informiert, was echt schön ist, weil man so ein Gespräch direkt hier beginnen kann und nicht irgendwie mit irgendwelchen Fake News oder sowas aufarbeiten anfängt. Habe tatsächlich Angst vor der Nebenwirkung mit Fieber nach der Booster-Impfung, hatte nach der zweiten Impfung starke Nebenwirkungen, bin jetzt aktuell in der 27. Woche und könnte boostern. Ja, kann ich komplett verstehen. Also mir ging es ja nicht anders und ich habe kein Baby im Bauch. Also ich bin ja trotzdem jemand, der weiß, wenn ich diesen Booster kriege, geht es mir erstmal schlecht. Heißt für mich, ich muss jetzt gucken, ich habe das donnerstags gemacht, habe mich dann freitags noch irgendwie durch die Sprechstunde geschleppt, wusste aber ganz genau, ich bin das Wochenende platt. Ich bin offline, steht hier. Natürlich auch nett. Bin ich noch online? Ah, ich glaube, ich bin wieder online. Ich war kurz weg. Zum Thema, genau, Impfnebenwirkungen. Also ich kann das komplett nachvollziehen, dass du da Schiss vor hast und dass du da unsicher bist, ob du es machen sollst oder nicht. Ich kann dir die Entscheidung aus der Ferne echt nicht abnehmen. Die Frage ist, also ihr müsst immer gegenüberstellen die Angst vor einer richtigen Infektion und die Angst vor einer Impfreaktion. Und für mich wäre quasi die Angst vor einer Infektion in der Schwangerschaft größer. Und das ist immer dieses Nutzen-Risiko, wovon alle seit Jahren sprechen. Das ist genau der Punkt, wo man sagt, das ist etwas, was ich nicht, das Risiko nicht eingehen will. Ich bin online, aber es hängt. Okay. Wahrscheinlich hat das Internet jetzt auch genug von mir hier. Ich versuche hier noch einmal was rauszuholen aus dem Internet. Machen wir meine ganzen Banking-Sachen zu. Und dann gucken wir noch mal, ob wir noch ein paar Sätze sagen können. Ansonsten haben wir ja auch viel gesprochen. Geht wieder? Aha, super. Okay, es scheint wieder zu gehen. Ich hoffe, dass mit der Angst vor der Nebenwirkung ist rumgekommen. Was man sich auch immer überlegen muss, als schwangere Stillende oder auch in Kinderwunschzeit, es wird ja immer sehr, sehr kritisch hinterfragt, was passiert mit mir, wenn ich mich jetzt impfen lasse? Und es wird, was ich immer schade finde, gar nicht so viel hinterfragt, was passiert mit mir, wenn ich mich infiziere? Weil wenn man diese Herzmuskelentzündung zum Beispiel nochmal nimmt von Moderna und Pfizer,
mit diesen 5 pro 100.000 oder 11 pro 100.000 die Rate an Herzmuskelentzündungen, Herzbeutelentzündungen und auch andere kardiale Störungen, Rhythmusstörungen etc. ist immens erhöht bei einer Infektion. Das ist aber irgendwie nicht wichtig. Es geht erstmal um die Impfnebenwirkung. Ich verstehe das auch. Man möchte natürlich sich da irgendwo ganz in sicheren Gefilden befinden. Aber man muss irgendwie beides immer nebeneinander stellen. Und wenn man sich infiziert, hat man einfach ein riesiges Risiko für eine Herzmuskelentzündung. Übrigens, das möchte ich auch nochmal zu den Herzmuskelentzündungen sagen, betrifft vor allen Dingen junge Männer und Männer unter 30. Das heißt, auch wenn jetzt die Frauen unter 30 natürlich auch sicherheitshalber rausgenommen werden und auch die Schwangeren rausgenommen werden, könnt ihr Damen jedenfalls von Glück reden, denn es betrifft vor allen Dingen junge Männer. Und jetzt kommt eine Bias, also in Studien gibt es immer Störfaktoren, denn junge Männer und auch andere unter 30-jährige Männer, sage ich mal so, sind natürlich unbezwingbar, sind natürlich unzerstörbar. Und die kriegen natürlich nach einer Impfung oder auch nach einer Infektion, wenn die sich schlecht fühlen, dann legen die sich nicht hin, sondern gehen trotzdem zum Fußballtraining oder gehen trotzdem eine Runde joggen und machen trotzdem ihren Alltag, gehen arbeiten etc. Und das ist natürlich ein riesen Risikofaktor für eine Myokarditis, also eine Herzmuskelentzündung zum Beispiel. Mir selbst passiert in der Klinik, viraler Infekt, ganz normal, Schnuppen und habe weitergearbeitet, Dienste geschrubbt und ein paar Wochen später habe ich gemerkt, ich komme den ersten Stock nicht mehr hoch, hatte ich eine fette Herzmuskelentzündung, weil ich es einfach verschleppt habe. Und so ist es eben auch oft bei den Impfungen jetzt gewesen, dass man gesehen hat, oh, junge Männer sind öfter betroffen. Und dann werden die natürlich gefragt, was habt ihr danach gemacht? Und dann zeigt sich, ja, so richtig geschont haben sie sich nicht. Das nur mal dazu. Oh. So, jetzt noch 3 Fragen oder sowas. Ich bekomme meinen Husten nicht weg. Impfung trotzdem oder lieber erstmal Husten weg? Also, Husten ist eine sehr langwierige Sache. Manchmal wochenlang, 8, 9, 10 Wochen manchmal, wo man sich schon Sorgen macht, kann Husten anhalten. Die offizielle Empfehlung ist, solange du nicht fieberst, kannst du dich impfen lassen. Finde ich auch ein bisschen salopp. Also wenn ich mich richtig platt fühle und wir alle sind mal erkältet gewesen und man ist richtig down und richtig fertig, dann sollte man jedenfalls warten, bis man sich wieder einigermaßen fit fühlt, auch wenn der Reizhusten vielleicht noch bleibt. Also in dem Fall kann ich es natürlich auch nicht pauschal für dich sagen, kenne deine Vorerkrankung, Medikamente etc. nicht, aber ein Husten wäre jetzt kein Ausschlusskriterium. Jetzt, also ich wollte gerade noch eine Frage lesen und habe gelesen, 5 Babyelefanten. Man wusste jetzt gerade nicht, worum es geht, aber ich habe die Diskussion hier wahrscheinlich verpasst. So. Ich glaube, wir haben es, oder? Ich glaube, wir haben es hier. Mein Echo springt schon an von einem Online-Anbieter. Also, ich hoffe, ich habe einigermaßen viele Fragen beantwortet. Kann natürlich nicht alle beantworten und vor allen Dingen die individuellen nicht, aber ich glaube, das Grundsätzliche haben wir geklärt. Ich verstehe jede Unsicherheit diesbezüglich. Ich verstehe, da kritisch zu sein, bin ich ja selber auch. Aber man muss auch so ein bisschen sich an das halten, was wir jetzt wissen. Und wir wissen mittlerweile sehr, sehr viel. Vergesst nicht, wie viele Impfungen schon gelaufen sind seit dieser Impfstoffeinführung. Dass wir es in Deutschland nicht gebacken kriegen, ist ein anderes Thema, möchte ich auch gar nicht anreißen. Aber andere Länder machen das sehr, sehr gut vor. Schaut euch mal Israel an, Spanien etc. Stand heute, 23.11. Ihr müsst immer diese 2 Sachen beachten, wenn ihr diese Entscheidung treffen möchtet, ob schwanger, stillend oder auch nicht schwanger, sondern irgendwie ganz normal, muss ich gucken, wie ist es, Infektion, diese Impfung, von der wir jetzt schon viel mehr wissen als vor einem Jahr noch, immer noch vielleicht zu wenig, um wirklich ganz genaue Aussagen zu machen, aber die Aussagen, die wir heute treffen können, sind wahnsinnig, wahnsinnig viel. Wirklich viel mehr als sonst, wenn ein Impfstoff eingeführt wird. Also man erinnert sich an HPV, das ist ja wirklich so das, was zuletzt mal neu eingeführt wurde. Da haben wir, glaube ich, die HPV-Impfquote innerhalb eines Jahres, weiß ich nicht, verdreifacht einfach mal so, weil einfach die ganze Welt geimpft wurde mit auch ähnlichen Impfstoffen. Gut, in dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt gesund und lasst mir einen Daumen da, lasst mir ein Abo da, was auch immer. Und ich hoffe, die Internetverbindung hat jetzt doch ein bisschen gehalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.